Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um das Eurolight USB DMX 512 Pro Interface. Was ist eigentlich im Lieferumfang dabei? Da ist einmal hier dieses Interface, dann ein gut 2 Meter langes USB-Kabel, eine winzige Treiber-CD mit auch der Bedienungsanleitung nochmal drauf und die Bedienungsanleitung selber. So, was gibt es zu diesem Interface zu sagen? Erst einmal, das, was viele bemängeln bei diesem Interface ist, dass die Treiber nicht automatisch installiert werden, sondern dass man diese Treiber selbst installieren muss. Das zeige ich euch jetzt auch mal kurz. Da viele es scheinbar auch bewertungstechnisch, wie ich bei manchen Internetseiten gesehen habe, noch nicht wissen. Zuerst einmal stecken wir das USB-Kabel vom Interface in den Rechner ein. Bitte nutzt dafür wirklich immer einen USB-Port an eurem Rechner und keinen USB-Hub dazwischen. Sonst könnte es nicht manchmal immer ein bisschen problematisch werden. So, bei mir war es jetzt schon mal dran. Normalerweise sucht jetzt Windows selbst nach einem Treiber, wird aber keinen finden. Was ihr jetzt tun müsst, ist, ihr legt die dazugehörige Compact-Disk, die bei diesem Gerät dabei ist, einmal kurz in euren Rechner ein. Wartet dann kurz, bis der Rechner sie geladen hat. So, dann öffnen wir diesen Ordner. So, auf dieser CD sind einmal das User Manual, also die Bedienungsanleitung in Englisch und die normale Bedienungsanleitung. Dann haben wir einen Treiberordner mit einer Setup-Informationsdatei. Diese müsst ihr auf den Desktop kopieren. Warum? Zeige ich euch jetzt gleich. Dann könnt ihr dieses Fenster eigentlich theoretisch wieder schließen und die CD entnehmen. Jetzt geht ihr einmal kurz in eure Systemsteuerung und öffnet den Gerätemanager. Nachdem der Gerätemanager sich geöffnet hat, kommt normalerweise jetzt hier dieses Interface, bei mir ist es natürlich jetzt schon installiert, aber normalerweise wird es dann hier unter Anschlüsse kommen. Wird sich dann auch so nennen. Jetzt könnt ihr mit einem Rechtsklick auf Eigenschaften in den Treiber sehen. Seid soweit erkannt, Eurolight. Jetzt könnt ihr über Treiber aktualisieren, auf dem Computer nach Treibersoftware suchen und gebt dann den Ort ein, wo diese Datei, also die Setup-Information-Datei liegt, hier auswählen. Und dann geht er auf Weiter. Und dann installiert sich dieser Treiber automatisch. Danach sieht es aus wie bei mir. USB-Kommunikationsport. Und danach steht auch dieser COM. Also bei mir zum Beispiel COM 3. So, dann könnt ihr die ganzen Fenster schließen und dann theoretisch die Software eures Vertrauens öffnen. Wird zum Beispiel hier einmal DMX Control, PC wird immer 2012 oder auch Freestyler, die super mit diesem Interface funktionieren. Ich nehme jetzt einfach mal Freestyler dafür, weil da kann ich euch am besten kurz zeigen, wie ihr dieses Interface hier konfiguriert. So. Normalerweise kommt jetzt ein extra Fenster, aber ihr könnt hier über Setup, Freestyler Setup. So, schon mal, also kommt ganz am Anfang, wenn man das Programm zum ersten Mal hört, und jetzt könnt ihr hier euer Interface auswählen, wie haben wir eben das Eurolight USB DMX 512 Pro Interface und dann den COM, den ihr vorher gesehen habt, wie bei mir COM 3, wo sagt, auf welchem COM-Port, also bei mir hier COM 3, das Interface liegt. Dann könnt ihr das Ganze saven und dann könnt ihr auch dieses Interface verwenden. Ja, das war's softwaretechnisch. Wir sehen uns im Fazit. Zum Fazit. Dieses kleine Interface ist für seinen Preis wirklich ungeschlagen. Wir haben ein komplettes Metallgehäuse, Neutrik-Buchsen. Das heißt, wirklich Qualität auf diesem kleinen Gerät. Das Kabel ist gut verarbeitet.
mit 2 Metern auch wirklich lang. Dafür, dass man eigentlich das Interface direkt neben den Rechner stellt, dann mit dem DX-Kabel rausgeht. Also wirklich schön lang. Die Treiberinstallation geht, wenn man weiß wie, wirklich einfach. Schade ist natürlich immer ein bisschen, dass keine eigene Software von Eurolight dabei ist. Jedoch mit Freestyler, DMX Control und anderen Open Source Softwares ist wirklich mit diesem Interface kann man nichts falsch machen. Ja, somit, ich kann wirklich nur sagen, dieses Interface ist für seinen Preis super geil. Ich möchte es nicht mehr missen. Es ist wirklich klein, gut und hat alles, was man braucht. Freestyler läuft super damit. Auch DMX Control und PC-Dimmer, was ich bisher ausprobieren konnte. Und somit eine klare Kaufempfehlung für dieses Interface. So, bis zum nächsten Mal.